Es ist momentan auch, ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen, vorletzte Woche, es ist eine schwere Situation für Lübben. Wir sind personell gerade eben auf der letzten Rille. Es fehlen wichtige Schlüsselspieler mit Joe Zubrit, mit Leon Schade, die gerade leider langzeitverletzt sind. Und ja, heute vielen Dank, riesen Respekt an die Zweite, dass die uns noch Spieler gegeben haben. Und Thiago auch riesen Respekt, unser Stürmer, der erste Hälfte gespielt hat. Kann leider nicht laufen mit seiner Leiste, geht nicht so richtig, kann nicht gegen Ball treten. Und ja, das ist personell natürlich schon schwach. Und steht der Lübben Abstiegskampf an oder glaubt ihr, dass ihr euch doch im Laufe der Saison noch ins Mittelfeld vorspielen könnt? Ja, vor zwei Wochen war ich noch der Meinung, dass wir vielleicht weiter oben mitspielen können mit den Siegen da in Oranienburg und gegen Selo. Aber jetzt, wenn ich so betrachte, momentan die Lage, da steht ganz klar Abstiegskampf im Vordergrund. Sie laufen ja diese Saison als Kapitän auf. Der Trainer hat eben gesagt, es ist ein gutes Zeichen, dass auch junge Spieler Verantwortung übernehmen. Wie kam es dazu, dass Sie diese Rolle übernehmen wollten oder übernommen haben? Ja, mit Romano Lindner hat natürlich letztes Jahr unser langjähriger Kapitän aufgehört. Und jetzt bin ich halt ein Deutscher, der noch da ist. Ich habe das Vertrauen bekommen vom Vorstand, vom Trainer, vom Verein. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich probiere jetzt meine Rolle hier bestmöglich zu verkaufen. Und ja, jetzt, ich freue mich natürlich darüber, dass ich Kapitän bin. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen aber auch mal wieder ein paar Punkte einfahren. Und wie funktioniert so die Kommunikation in der internationalen Truppe? Nehme ich an auf Englisch oder haben Sie schon ein bisschen Portugiesisch gelernt? Ja, die Kommunikation natürlich auf Englisch. Portugiesisch, da kann ich Garayu, das heißt Scheiße. Doidau heißt Idiot und Muito Rui heißt sehr schlecht, aber für mehr reicht es dann doch nicht an meinen Portugiesischkenntnissen. Ja, da natürlich über Englisch, manchmal haben wir auch eine Sprachbarriere auch bei Englisch, da müssen wir dann irgendwie mit Zeichensprache agieren, aber ja, ist natürlich nicht von Vorteil, wenn alle nicht dieselbe Sprache sprechen, aber wir sind trotzdem eh eine Truppe und es tanzt keiner aus der Reihe, es macht trotzdem Spaß hier zu spielen.